Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück im Krieg, im Weltkrieg. Wir sind jetzt hier im Krieg mit den Alliierten, also Pinsi und ich. Pinsi, das nationalistische Spanien und ich hier, das nationalistische Italien, haben jetzt hier einige Kriege zu machen. Unser Plan ist folgender. Wir pushen jetzt hier mit einer ganzen Armeengruppe, genau genommen glaube ich sogar mit zwei Armeegruppen, rüber durch das Heilige Land, teilen da unsere Truppen. Pinsi, ich würde mal vorschlagen, deine Truppen unterstützen dann den Weg nach Süden und meine Truppen machen dann Richtung Türkei und machen dann den Kessel dazu. Wie siehst du das? Ja. Klingt nach einem Plan, oder? Ja. Gut, ich würde sogar sagen, wir gehen jetzt mal auf eine Geschwindigkeit 2 runter, damit hier nicht so viele Sachen gleichzeitig passieren. Zumindest fürs Erste. Ich verlagere jetzt hier Truppen wieder nach Tripolis. Eine ganze... Ja, ausgebildete Armee, es sind leider keine regulären Truppen, aber es ist besser als ein Gosch voll Reißnägel, wie der Schwabe so schön sagt. Ich verbessere jetzt hier noch die motorisierten Einheiten. Hab hier immer noch ein Gummiproblem, was mich langsam aber sicher echt aufregt. Aber ich glaube, ich reduziere jetzt einfach die Anzahl der Flieger, die ich hier habe. Ich denke, die Zwischenkriegsbomber brauche ich nicht mehr so viele. Und jetzt lassen wir weiterlaufen, ne? Ja. Aber was fehlt denn da immer noch? Immer noch Gummi. Sag mal, was soll ich denn da noch machen? Denke ich, reduziere einfach noch mehr die Flieger. Und nochmal die Flieger. Und dann machen wir jetzt hier noch mehr Kanonen rein. So, unser Push in Nordafrika geht weiter. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir hier versuchen in Benghazi dann quasi den Feind einzukesseln mit Tobruk und so weiter. Wenn unsere Truppen dann da sind, dann wird es hier ein bisschen leichter werden. Momentan auf dem Weg, da kommen sie gerade eben angeschippert. Währenddessen wir hier immer noch versuchen hier... Ui, unsere Truppen werden hier richtig geprügelt, ey. Ja, weil du da ins Bergland vorstößt gerade. Boah, ist das unwitzig hier. Also in der Türkei ist gerade eben aus irgendeinem Grund nicht viel machbar. Zumindest nicht von der Seite. Wir müssen tatsächlich gleichzeitig von der anderen Seite kommen. Ansonsten sehe ich da nämlich kein Land. Es fehlt mir schon wieder Stahl. Aber ich kann machen, was ich will, ey. Es fehlt einfach immer Stahl. Alle 5 Minuten fehlt mir Stahl. Hier greifen wir noch an, dann sind die hier auch fertig, die Typen. So, die Jungs sind jetzt hier angekommen. Ihr rückt jetzt hier vor. Macht das hier auch zu eurer Frontlinie. Könnt euch hier fröhlich dran schon mal dran verteilen. Währenddessen wir jetzt hier das hier erobern. Jetzt kann ich mir nochmal hier mal ein bisschen Richtung Eritrea orientieren. Ich will nämlich jetzt hier meine Truppen hier zurückziehen. Diese gesamte Armeengruppe soll sich jetzt hier nicht mehr daran orientieren, sondern macht jetzt hier eine Fallback-Line. Und zwar hier so hin. Die sollen sich jetzt einfach komplett aus diesem Gefechtsgeschehen zurückziehen, um Truppen zu schonen. Die werden nämlich jetzt hier ansonsten eingekesselt. Also ich werde versuchen, so viele wie möglich von ihnen zu retten. Die maledeiten Briten haben es uns halt jetzt hier nicht gerade einfach gemacht. So, ein paar von den Briten haben wir jetzt hier in Afrika abgeschnitten. So, jetzt gucke ich gerade eben mal. Das Orangene kann hier weg. Dann sollen die gesamten 6 Divisionen, die ich von ihm hier habe. Ne, warte mal hier. Ein, wo sind denn die Truppen von ihm? Hier die Autos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, der Ugo Cavallero ist erkrankt. Toll. Ganz großes Kino. Immer toll, wenn ein General erkrankt. Das heißt, der tut erstmal nichts mehr. So,
Wie sieht's jetzt hier aus? Ja, in der Türkei ist immer noch kein Vorankommen. Das ist einfach alles komplett festgefahren. Alles tutti kompletti festgefahren. Warum hilft der eigentlich nicht mehr mit? Der hilft einfach nicht mehr mit. Weiß nicht warum. Ist er eventuell ausgetreten aus dem Bündnis? Man weiß es nicht. So, warte mal. Ich nehme jetzt mal die Hälfte der Truppen und packe sie mal darüber. Ich glaube, die bekommen nämlich hier gerade eben schon die ganze Zeit hart Verschleiß. Andere Hälfte von denen hier packe ich dahin. Ich muss die jetzt hier verteilen, damit ich die Position sicher halten kann. So, Pinsi, wir werden jetzt hier vorstoßen auf Benghazi und werden versuchen, die Truppen jetzt hier komplett in den Griff zu bekommen. Wie sieht es denn jetzt hier mit der Flottenüberlegenheit aus? Es ist noch umkämpft. Das gesamte Mittelmeer ist übrigens umkämpft jetzt. Die Briten machen jetzt hier wirklich brutal Druck. So, dich packe ich da mit rein. Und ihr sollt weiterhin hier patrouillieren, ihr alle. Seehoheit herstellen. Ordini. So, Pinsi, wir schließen die jetzt hier ein, ne? Ja, ich sehe. I see. Vorsicht, die wollen jetzt hier dazwischen gehen. Lass dir mal schön bleiben. Ich warte, bis du da reingelaufen bist. Sehr gut. So, ich greife sie von hinten an. Wir verhindern mal, dass die jetzt hier Scheiß bauen. So, meine Truppen sind jetzt auch hoffentlich bald da. Die sind sogar schon da, wie ich gerade eben sehe. Wo sind sie denn? Da. Kommen gerade eben an. Hat das hier unten geklappt? Ja, bedingt. Bedingt hat es geklappt. Also sie ziehen sich zurück. Die Briten reagieren noch nicht drauf. Mir auch relativ egal ist. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt hier sogar ganz knallhart. Ich pushe jetzt hier einfach hart rum. Diesen 24 Divisionen auf diese Position drauf. Geh mal wieder auf 3 hoch, ne? Du hast ansonsten keine Konflikte irgendwo, ne? Dich greifen sie momentan nicht an. Im Moment nicht, nein. Ich hab also, das ist doch gut. So, in diesen 52 Divisionen dürfte das jetzt eigentlich ein leichtes sein. Angriff abbrechen hier. Japan hat den Philippinen den Krieg erklärt. Ach du Scheiße! Eine Panzerdivision da oben eingeschlossen. Ja, das habe ich gerade gesehen. Aber wenn ich Glück habe, pushe ich jetzt hier rein und habe dann Benghazi. Wir müssen meine Panzerdivision da rausholen, ne? Ja. Sonst verliere ich die einzigen Panzer, die ich besitze. Das muss ich gerade rausfoxen. Pronto all'azione. Mhm. Wie sieht's hier aus? Ja, hier klappt's so einigermaßen mit der Fallback-Line. Türkei halten sich die Truppen immer noch hier sauber. Geht dahin. Meine Männer haben keine Organisation mehr. Jetzt kommen wir durch. Das ist wichtig.
auf, euch hier gegenseitig zu verstärken, ey. Gleich haben wir es ja. Jetzt haben wir es rausgeboxt. Boah, gut, 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 gut. Das wäre nämlich jetzt ansonsten echt scheiße gelaufen, ey. Und jetzt machen wir den Kessel hier zu. Und Kessel ist geschlossen, Finzi. Ah, nee, noch nicht ganz. Sie haben es geschafft, sich jetzt zu verstärken. Wenn wir das jetzt hier haben, haben wir schon mal 5 Divisionen der Briten und Neuseeländer erledigt. Oder britisch-malaiischen Truppen. Natürlich haben sie es geschafft, da reinzukommen. Ich hasse es. Aber jetzt geben sie auf. Guck, die zerlegen sich jetzt hier. Boah, der Krieg wird noch ein bisschen dauern, du. Das wird noch dauern. So, wir haben Benghazi. Gut. Pronto, Signore. Dann stelle ich jetzt mal meine Panzer wieder auf. Avanzate. Komischerweise nur noch Erfahrungsstufe ausgebildet haben. Ich glaube, es liegt daran, dass sie einfach zu viele Verluste schon erlitten haben. So, Männer, wie sieht's aus? Pronto. Ihr habt jetzt hier diese Position, genau, ihr sollt die jetzt auch einnehmen. Der Plan ist es, jetzt erstmal bis nach Tobruk vorzurücken. Erstmal bauen wir jetzt hier natürlich die Dingens auf. Unsere. Oh, Japan fordert Französisch Indochina. Genau, Japan hat sich die französische Schwäche angesichts deren Niederlage in Europa zunutze gemacht und eine neue Regierung gezwungen, die Kontrolle über die Kolonie in Indochina abzugeben. Japanische Truppen sind bereits auf dem Vormarsch, um alle größeren Stützpunkte in der Region zu besetzen. Experten befürchten, dass die Kolonie als Startpunkt für zukünftige Militäroperationen genutzt werden könnte. Darauf kann man Gift nehmen, wie man so schön sagt, ne? So, wir müssen natürlich ein bisschen auf den Supply gucken. Der ist jetzt gerade nicht so dufte. Ja, ich bin da gerade eben auch nicht so wirklich begeistert. Aber ich glaube, sobald wir Turbo haben, ist ganz so schlimm. Und schon wieder einen neuen General jetzt hier einsetzen, ey. Das ist mega, mega ätzend gerade eben, was ich hier an neuen Kommandanten einsetzen muss, du. Aber es geht nicht anders, weil ich krieg ansonsten diese Linien hier nicht hin. Mann, ey. Du sollst da hinfahren und nicht das Land anklicken. Also die Organisation meiner Truppen hier ist gerade eine Katastrophe. Bei dir auch? Mhm. Ja, das liegt an der schlechten Versorgung da. Die Versorgung gerade echt so schlecht? Naja, gelb. Das ist noch... Oh, sogar rot bei mir. Jetzt ist rot, ja. Wir haben eindeutig zu viele Truppen da drin. Dann ziehe ich mal die große Armee da raus. Oder nee, die Unterstützungsarmee ziehe ich da raus, da hinten hin. Warum ist denn plötzlich die Versorgungslage so schlecht geworden? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass wir jetzt hier gerade eben den... Doch, das Meer beherrschen wir. Ich habe hier die komplette Meerkontrolle wieder zurück. Also wirklich über das gesamte Mittelmeer habe ich hier gerade eben die Meerkontrolle zurück. Ist gelb. Gelb ist okay. Damit können wir, glaube ich, zumindest erstmal vorstoßen. Ja, regenerieren meinst du erstmal. Oh, und jetzt hat Deutschland mit der Sowjetunion Krieg. Haha, jetzt geht's hier los. Deutschland bricht Molotow-Ribbentrop-Pakt. Der überraschende Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und der Sowjetunion ist nun nicht weniger überraschender wieder auseinandergefallen. In einem klaren Bruch des Abkommens hat Deutschland angegriffen und bezeichnet die Sowjetunion nun abermals als Bedrohung, der man sich zur Realisierung der eigenen Zukunftsvision stellen müsse. Die sowjetische Führung ist davon ganz und gar nicht angetan, aber wahrscheinlich ist man von dem Verrat weniger schockiert als von der Tatsache, dass die Gelegenheit nicht zuerst beim Schopf gepackt zu haben. Ja, ja, da haben sich zwei Verräter gegenseitig verraten, könnte man so sagen, ne? So, ich muss mal gerade mal gucken, ob das hier eventuell einfach nur an der Beschädigung der Infrastruktur liegt. Somaliland. Ich repariere den Scheiß einfach mal hier. Die Meere, Faktoren. Ich habe fast keine Zivilfabriken mehr übrigens, by the way. Ich habe nur noch 8 Stück oder so am Start.
denke, dass ich jetzt hier auch erstmal diese ganzen Vorhaben mit diesem Mauerbau hier einfach mal abbreche. Deutschland. Und baue lieber noch mal ein paar Zivilfabriken, wenn ich kann. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Eins nach dem anderen. So, jetzt regenerieren sich meine Truppen nämlich so langsam aber sicher. Müssen uns, also ich habe keine Ahnung, warum wir in Benghazi keine Versorgungslage haben. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil es da nur die schmale Küstenregion und nur diesen großen Berg gibt und der Rest ist Wüste. Hat aber trotzdem hier eine 6 als Dingens, ne? Also eigentlich verstehe ich das nicht, Pinsi. Hm. Meine Flieger jetzt hier mal weg. Oh, ein Pilot. Piloten hast du gewonnen. Was ist gewonnen? Ein Pilot, so ein Pilotenass. Ah, okay. Jäger. Oh, so. Zack, zack. Und zack. Ui, Japan erklärt hier gerade eben auch mehrere Kriege. Und sogar den USA jetzt den Krieg. Die USA ist nicht dran. Kaum habe ich einen General eingestellt, schon haben wir hier wieder einen Krieg, wieder einen, der krank geworden ist. Das ist nicht zu fassen. Die Briten verlagern jetzt hier immer mehr Truppen hin. Also ohne Witz, ich habe keine Ahnung, was hier gerade eben los ist, aber es ist mega nervig. Ja, dadurch, dass jetzt die Sowjetunion und Großbritannien, die USA noch mit eingetreten ist, haben wir jetzt noch einen weiteren Gegner dazu bekommen. Ah, deswegen habe ich jetzt Stress mit meiner Versorgung, weil die USA, ja, ich habe verstanden. Und jetzt habe ich auch keinen Sprit mehr. Ich habe keinen Sprit mehr, Pinsi. In 28 Tagen ist mein Sprit weg. Ich muss die Flugbemühungen jetzt hier einstellen. Ja, mein Sprit ist auch gerade auf Null gegangen. Die Sowjetunion will noch mit mir handeln. Nehme ich. Damit ist mein Sprit wieder voll. Oh, muss ich mal gerade mal schauen, ob ich das auch kann. Tatsache, kann ich. Anscheinend ist die Sowjetunion noch nicht bei den Alliierten. Nee, glaube ich nicht, dass sie auch so schnell da reingeht. So, Pinsi, komm, jetzt lass uns hier gegen die Briten vorstoßen, bevor hier Schlimmeres passiert. Wir müssen Tobruk nehmen. Ja, ich weiß was. Avanzate! Ich habe keine Ahnung, ob meine Männer das schaffen können. Sie haben eine sehr, sehr geringe Organisation, aber vielleicht schaffen sie es. Ja, in der Mitte sieht es ganz gut aus. Da steht auch nur ein einziger. Deswegen habe ich da angegriffen. Jawohl, das haben wir geschafft. Ah, bin ich schneller, warum muss ich den hier aufhalten? Komm, dass ich die hier kesseln kann. Das ist sau wichtig. So, neue Art von Fahrzeug, was ist jetzt los? Nichtangriffspakt, ja, ist okay. Die ganzen asiatischen Staaten sind alles gekesselt. Uns nicht wirklich interessant. Sehr gut. Ah, die sind schon erledigt. Das war ein guter Push, ne? Da ziehen sie sich zurück. Nachschub ist übrigens immer noch Geld, ne? Das heißt, ich versuche jetzt mal Tobruk einzukesseln. Ja.
Da gibt es auch noch gerade die Möglichkeiten, da weiter vorzurücken. Kämpfen meine Truppen immer noch in der Türkei? Ja, da in der Türkei stehen sie sich einfach nur gegenüber. Und hier unten, oh Gott, werde ich so langsam aber sicher komplett zurückgepusht. Ja, ich werde hier komplett zurückgepusht. Kann gut sein, dass ich eine gesamte Armee verliere, Pinsi. Diese Briten! Die gehen mir auf den Zeiger. Unwahrscheinlich. Nicht wieder rauslaufen lassen, Pinsi. Ach, shit. Wir besetzen das jetzt hier so schnell wie können. Tobruk. Dieser Nordafrika-Feldzug hier, der geht mir gerade eben schon gehörlich auf den Zeiger, du. Das ist echt nicht cool. Ja, wir haben halt keinen Rommel. Ja, ich glaube, daran liegt es eher weniger. Es liegt eher daran, dass ich was vergessen habe. So, Tobruk ist eingekesselt. Sehr gut. Ich denke, ich den Laden zu, würde ich sagen. Ich denke, ich muss meine Armeen noch mal ein bisschen umarbeiten. Denen fehlt nämlich noch komplett die Logistikkompanie. Und Attacke. Was denen auch noch fehlt, ist, warte mal, fand mal Aufklärung. Genau, das gebe ich denen nämlich jetzt hier alles. Und hier, ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, ob ich das brauche. Feldlazarett brauche ich sicherlich auch. Stößt du bei Tobruk bitte mal mit dazu? Ja, ja, ich bin gleich dabei, ich bin gleich dabei. Speichern. Entschuldigung. Und jetzt Attacke. So, ist das gut. Nein, meine Männer haben aufgehört. Ja, meine auch. Warum? Ja, weil wir keine Versorgung haben. Wir müssen warten. Wir haben keine Versorgung. Da geht einfach nichts. Na gut. Wir müssen warten, bis unsere Truppen die Versorgungslage haben. Die Briten sitzen immer noch. Nee, ich bin auf Mallorca gelandet. Das habe ich schon geschafft. Gut, das heißt also, du hast Mallorca wieder. Naja, natürlich die ganzen Balearen. Was ist das da auf Ibiza und... Also ich habe Palma bei Mallorca. Mhm. Die anderen beiden kleinen Inseln daneben, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen. Die Zuschauer mögen mich dafür nicht bestrafen. Sind noch besetzt. So, also ich hoffe jetzt mal, dass die Versorgungsdivision, die ich jetzt den Truppen gegeben habe, mir fehlen jetzt halt noch 1000 Zusatzausrüstung, aber das müsste sich eigentlich noch einrichten lassen. Ich hoffe, dass das sich jetzt mit der Zeit hier so ein bisschen einrenkt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sieht hier nicht gut aus in Mogadischu. Also ich gebe jetzt hier die Position tatsächlich in Äthiopien auf, ne? Ja, ja, das hat ja keinen Sinn. Leider hat es keinen Sinn, ne. Ich kann dir da leider auch noch keine Truppen schicken gerade. So viele habe ich noch nicht. Generalmobilmachung, Kriegswirtschaft. Nee, das bringt nichts. Begrenzte Exporte. Du machst geschlossene Wirtschaft. Leihpacht von Vichy Frankreich. Ja, sehr gut. Vichy Frankreich schenkt mir Zeug, Pinsi. Wie nett. Frag mal dort bei Deutschland an. Vielleicht schenken die mir ja irgendwas. Einfach nicht pro Tag. Wir bitten einfach um Zusatzausrüstung. Sie werden nicht akzeptieren. Ja, okay.
Deutschland hat anscheinend da genügend selber Stress, pusht jetzt aber auch die Sowjetunion zurück. Die Frage ist bloß, wie lange die das hinkriegen, ne? Boah, was ich echt so mies finde, ist, dass unsere Truppen halt einfach überhaupt nicht regenerieren. Also gar nicht, ne? Bin ich gerade echt zum Kotzen. Ich ziehe mal gerade eben noch meine Truppen hier ab, dass sie wieder Organisationen bekommen. Wir hängen da halt gerade eben echt in der Wüste fest, ey. Ich will mal meine Flugzeuge mit dazu holen. Der gesamte Türkei-Offensiv-Quatsch ist wirklich einfach nur zu einer Katastrophe geworden, du. Das ist der Hammer, ey. Jetzt nehmt das hier mal ein. Vielleicht, ich guck mal, ob ich bis Kairo vorstoßen kann jetzt hier. Wir haben sie ja gekesselt. So. Beziehungsweise dafür könnte ich auch die eigentlich benutzen. Keine Ahnung, warum ich da hinkomme. Ich gehe jetzt hier bis nach El Alamein. Solange sie nicht auf Feinde stoßen, Pinsi, wir können die ja einfach hier weiterhin jetzt hier eingekesselt lassen. Naja, versorgt werden sie trotzdem noch. Ja. Die Position gebe ich auf, diese Position gebe ich auf. Und machen wir das hier wieder zu. Ja, ihr wiederum geht auf diesen Kriegsschauplatz. Alle daran. Und ihr pusht jetzt einfach bis da. Oh. So lange, bis ihr auf Feindkontakt stoßen. Dann sehen wir mal weiter. Du sollst doch da gar nicht mit drin sein. So, du bist da noch mit drin. Entschuldigung. Kein Problem. Ist da noch mit drin. Hier noch einen weiteren Generalfeldmarschall einsetzen. Venezuela will uns zwei Dimensionen schicken. Na, das nehme ich doch an. Kann man machen, ne? Schick mir lieber dein Öl, Venezuela. Oh, die Briten versuchen auszurücken. Sehen Sie, die versuchen auszurücken. Ja, weißt du was? Faxen, Dicke. Komm. Lass mal probieren, ja. Nee. Also eine Einheit haben wir zerlegt damit. Guck mal, die ist komplett zerstört. Möglich sein, dass da was sich bewegt. Ich sehe das einfach nicht ein. Nee, es geht einfach nicht. Nee. Ich verstehe nicht, warum die Briten eine geile Versorgung haben, obwohl. Ah, nee, warte mal, guck mal, wir kontrollieren das Mittelmeer hier schon wieder nicht. Kontrolle über das Mittelmeer ist weg. Interessiert mich das jetzt hier nicht mehr. Und das interessiert mich gerade eben auch nicht mehr. Wobei doch, das muss mich interessieren. Ja, ich habe fast keine Schiffe mehr. Der Brite hat mir anscheinend fast alles versenkt, was ich habe. Ich fahre noch mit 20 Schiffchen rum. Ich habe noch einiges an Schiffen. Ja, ich hoffe mal nicht, dass wir GG gehen, ne? So, den Amerikaner schließen wir erstmal ein. Damit er auch mal ein paar Verluste hat. So. Sehr gut. Also langsam aber sicher scheint aber wieder. Guck mal, wir bauen wieder mehr Organisation auf, Pinsi. Möchte auch sein. Wir nehmen ja schließlich jetzt Nordafrika ein.
Da können sie mit ihrem kleinen Torhof machen, was sie wollen. Wir stoßen jetzt direkt vor bis Al-Alamein und dann bis nach Kairo. So, mein Freundchen, jetzt, wenn wir gleich die Organisation haben, durften wir die eigentlich auch schaffen. Wir sind nochmal, sind wir bei 84%, es ist nur noch eine Division. Komm. Geld ist schon wieder grün. Ja, komm, greif an. Greif trotzdem an. Ja, ja. Jetzt haben wir ihn. Das war's mit Tobruk. Gut. Endlich. Ey, ich weiß immer noch nicht, was da gerade eben von der Scheiße am Start war, aber ich bin froh, dass wir es jetzt hier geklärt haben. Tobruk ist gefallen. So, jetzt machen wir hier erstmal eine klare Linie hin. Weiter geht's, Jungs. Wir setzen jetzt hier Alexandria. Ein. Oder nehmen es ein. Kann der Plan vielleicht doch noch weitergehen. Boah, wobei jetzt wieder quasi das gesamte Meer umkämpft ist, ne? Das gesamte Meer ist umkämpft bei mir gerade eben. Es gibt jetzt hier ein Gefecht um Alexandria. Puh. Der Fall von Kairo. Moment, Pause. Kurz nach dem Rückzug der letzten britischen Einheiten aus der Stadt marschierten heute jubelnde italienische Soldaten in Kairo ein. Man organisiere sofort eine Siegesparade und strömte zu den berühmten großen Pyramiden von Gizeh, um sich von ihnen vor ihnen fotografieren zu lassen. Da Mussolini nun Kairo kontrolliert, ist er einen Schritt weiter mit seinem Vorhaben, Italienisch-Ostafrika mit Italienisch-Libyen zu verbinden und so eine neue zusammenhängende Kolonie in Afrika zu schaffen. Uiuiui, immerhin haben wir das jetzt hinbekommen. So, neuer Flieger. Wichtig. Wir haben sie jetzt hier eingekesselt. Einige der Briten scheinen jetzt hier echt Trouble zu haben, diese Position noch zu halten. Dann haben wir jetzt den Suezkanal. Damit kontrollieren wir auch die Durchfahrt. Oder wir haben ihn fast so gut wie. Pronto, Signore. Dahin und du gehst dahin. Und damit ist uns gelungen, was Rommel nie gelungen ist. Oh Gott, ich habe echt nicht mehr viele Truppen. Also Pinsi, sobald wir das haben, du ziehst jetzt gleich nach Süden. Und entlastest meine Truppen im Süden. Oh, Alexandria fällt, so wie es aussieht. Ja. Sehr gut. Sind die dadurch gekesselt? Da haben die sich selber gerade in ein Ei gelegt. So, Jungs, ihr interessiert euch nicht mehr für das hier. Ihr interessiert euch jetzt nur noch für das hier. Wobei. Stopp. Oh, die Brücke ist wieder durchgebrochen. Ihr da noch hingeht. Ja, ja, ich sehe es gerade eben. Mega ätzend. Ja, er ist noch nicht geschlagen, das sieht man. Aber jetzt haben wir hier die Versorgungslage wieder. Und jetzt, wo wir die Versorgungslage im Griff haben... Oh Gott, mir fehlt schon wieder Öl. Ich habe kein Öl mehr, du. Die Sowjetunion liefert nicht genug. In Deutschland Öl liefern? Nee, können sie nicht. Nee. Und auch die Sowjetunion liefert kein Öl mehr. Ah, nee, doch, können sie. Was rede ich denn da von Scheiß? Können Öl liefern und Deutschland kann auch Öl liefern. Deutschland, gibt's mir noch Öl? Bin mir nicht sicher, ob meine Konvois abgeschossen werden. Der Sowjetunion hole ich mir kein Öl, ich hole mir nur noch Öl aus Deutschland. Da habe ich eine direkte Grenze.
So. Ich glaube, Pinsi macht da weiter Druck. Ihr könnt jetzt hier diesen Port hier angreifen von allen Seiten. Ihr greift das hier von allen Seiten an. Und wie gesagt, Pinsi, du musst dich jetzt nicht mal um die Ostfront kümmern. Tel Aviv hast du zwar, aber das brauchst du jetzt hier nicht einnehmen. Mach ich gleich. Okay? Okay. Ich wollte nur bei Judäa und so, du weißt ja. Die Volksfront, ne? Ja, ja, ich wollte deswegen Jerusalem mal einnehmen. Und am Anfang können wir auch gleich. So, Port Said haben wir jetzt auch gleich. Jawohl. Meine Männer assignen jetzt hier an diese Linie. Und organisieren sich jetzt hier erstmal das da. Und go. Beziehungsweise nicht, sollen dahin gehen. Ja doch, müssen sie ja. Also nehmt den ganzen Scheiß ein, ne? Noch halten meine Männer da unten durch. Viel Ausrüstung habe ich. Mir fehlen immer noch Zusatzausrüstungen, aber so langsam aber sicher habe ich das im Griff. Wir sind schon wieder bei 37 Minuten. Es ist der Hammer. Ey, okay, die Folgen werden länger, liebe Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, seid beim nächsten Mal wieder dabei, ne? Schöne Zeit bis dahin. Tschüss und Ade.